Wir sind heute bei der Ortswechselveranstaltung vom Haus der Wissenschaft mit der Kreativregion und sind heute im wunderschönen Trafo-Hub. Und der Ort als solcher ist, glaube ich, schon für sich besonders, insofern als dass wir in einer alten, ehemaligen Maschinenfabrikshalle sitzen, die aus dem Jahr 1894 stammt und wir den Ort mittlerweile gewandelt haben in einen Digital-Hub. Ein Digital-Hub steht für einen sogenannten Knotenpunkt und das ist auch letztlich genau das, was wir machen. Wir verbinden unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Geschäftsmodelle und wir beschäftigen uns mit allen Dingen rund um die digitale Transformation. Vereinen Startups mit Corporates, mit mittelständischen Unternehmen, mit Freelancern, mit Freelancerinnen und das Ganze an einem analogen Ort, weil wir glauben, dass digitale Transformation eigentlich nur analog geht und wir deshalb digitale Themen analog rüberbringen wollen. In meinem Vortrag ging es generell um Kultur- und Kreativwirtschaft und Digitalisierung, denn ich habe mehrere Unternehmen gegründet aus der Kultur- und Kreativwirtschaft heraus, wo wir vor allem durch Games und Gamification Veränderungen in der Welt hervorrufen möchten und Menschen dazu bringen wollen, sich mehr zu bewegen, Menschen dazu bringen wollen, nicht mehr bei Rot über die Ampel zu laufen oder eben einfach auch mal den urbanen Raum ganz anders zu sehen. Also die Chancen durch die Digitalisierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft und in der Kulturbranche sind eben sehr groß, weil wir neue Geschäftsmodelle entwickeln können, weil sich ganz neue Branchen ergeben. Allein Games sind mittlerweile einer der stärksten wachsenden Wirtschaftszweige weltweit. Jeder ist eigentlich ein E-Sportler am Ende heute schon fast, weil ja, am Ende jeder spielt. Jeder hat irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Candy Crush oder so auf dem Handy. Was wir machen bei Eintracht ist eben E-Football, das heißt wir spielen das Spiel FIFA gegen die anderen Bundesligisten und haben da quasi, wie man es aus der Bundesliga kennt, eine Tabelle Hin- und Rückserie, nur bei uns mit einem großen Finale am Ende. Eine E-Sport-Abteilung ist eben wichtig, um auch jüngere Zielgruppen einfach zu erreichen, ohne den klassischen Sport da zu verdrängen, sondern es ist eben eine Ergänzung. Das wird es auch nie sein. Die Leute sollen ins Stadion. Die Leute können aber auch gerne bei uns dienstags einschalten, wenn wir spielen und uns anfeuern. Am Ende spielen wir Fußball. Die Profis halt auf dem Rasen und wir an der Konsole. In meinem Impuls habe ich die Digitalisierungs- und Smart-City-Projekte der Stadt Braunschweig vorgestellt. Mir ging es vor allem darum, unsere drei digitalen Portale vorzustellen. Das Service-Portal ist ja diesen Monat an den Start gegangen, wo wir inzwischen 100 teil- und voll digitalisierte Online-Services anbieten. Unser Beteiligungsportal wollte ich nochmal bewerben mit dem Mängelmelder, dem Ideenportal und der Übersicht der Beteiligungsprojekte und schon mal anteasern auf unser Open-Data-Portal, wo wir in Zukunft offene Verwaltungsdaten zur freien Verwendung zur Verfügung stellen wollen. Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Das Publikum war super interessiert. Ich hatte eine ganz tolle Zeit oben auf dem Podium. Ich durfte von meinen Ideen erzählen, habe ganz spannende Menschen kennengelernt. Und grundsätzlich zeigt es halt wieder, Digitalisierung ist überall in allen Schichten dieser Gesellschaft zu finden. Und wir alle haben unseren Struggle damit.